Das ist der Juli von Wanda. Die Eisverkäuferin stellt gerade ein Eis rein in den Eishalter. Aber es kommt niemand. Das Eis hat sie für sich selbst gemacht. Der August kommt von Raban und wir sehen da den Gott der Faulheit, der Langsamkeit und der Ruhe. Das Blatt vom September kommt von Ricarda. Es war einmal eine Skorpionin, die hieß Skorpion. Die Geschichte geht dann da unten weiter. Muss man also auf jeden Fall ausklappen, um das zu sehen. Sie wollte eine größere Vorratskammer, dann machte sie eine und sie tat da rein reiche Beute. Das Oktoberblatt kommt von Leonore und da steht: Der Drache fühlt sich ganz klein neben dem gewaltigen Kuchendrachenberg. Das Blatt vom November, das hat Mathilda gestaltet und der Igel Borstel Massachusetts ist da in seinem Winterschlafraum. Er hat ein Kissen aus Blättern, das hat seine Oma gemacht, und eine Leopardendecke, das hat seine Urgroßtante gemacht. Und dann, als der Schnee fiel, da schlief er ein. Und das letzte Blatt, den Jahresabschluss aus einer Zeit, in der es auch so kalt ist wie jetzt. Das kommt von Hatice. Das fängt an mit: In der Nacht ist es kalt. Das Zauberhaus hat den Ofen an. Es raucht Zauberrauch. Und wer jetzt nach dem all dem Aufklappen, Ausklappen, Umklappen noch nicht verstanden hat, wie man den Kalender eigentlich benutzt, der kann gerne zu uns in den Laden kommen. Wir erklären das auch dann nochmal, zeigen das alles. Man kann ihn sich dann auch mit nach Hause nehmen, um das ganze Jahr was davon zu haben und ihn hin und her und auf und zu klappen. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und wir hoffen, dass wir die nächste Lesung wieder im großen Kreis mit allen Kindern und allen möglichen anderen Menschen machen können. Vielen Dank. Es klappt bestimmt.